Die zeigen hier einfach einen Bug. Rambus D-RAM, 36 Mbit, Alter. Das sind so technische Daten, die kennt doch keinen Schwanz. Einen wunderschönen zu dieser neuen Live-Reaction hier auf dem Kanal. Kleiner Hinweis, bevor wir loslegen. Ja, ich bin hier in meinem Stream-Overlay. Ihr seht, der Chat ist leer, aber trotzdem. Das Run Race am 23.03.2024, das wird wieder richtig gute Unterhaltung. Und zwar auf twitch.tv/nerdovernews. Wir haben 5 Racer, die 10 Spiele gegeneinander spielen. Und ich werde das Ganze moderieren und das ein oder andere Mal als Joker einspringen. Also schaut da gerne vorbei. Aber heute gucken wir einfach mal auf die zweite Promo-VHS von Nintendo 64. Und ich glaube, mein Cutter wird mich hassen, weil ich glaube, ich werde zu jedem irgendwas erzählen können. Und ich habe da richtig Bock drauf. Aber ich würde sagen, wir gehen direkt rein in den Lachs. Direkt rein in den Lachs. Let's go. Captain, schauen Sie mal. Was gibt's denn, Commander? Ich bin mir nicht sicher, aber irgendetwas stimmt hier nicht. Ich empfange Signale, die nicht eindeutig identifizierbar sind. Oh ja. Höchste Sicherheitsstufe. Wir müssen herausfinden, was das zu bedeuten hat. Aktivieren Sie den Zentralcomputer. Ich meine, die Sprecher sind ja nicht schlecht, aber das geht schon. Es ist so cringe. Zentralcomputer aktiviert. Captain, es scheint sich um eine höher entwickelte Spezies zu handeln. Oh ja. Das war's, Alter. 93,7 MHz. Sie sind uns weit überlegen. 3D in Echtzeit. Was aber bedeuten Sie? Bleiben Sie dran. Und ganz wichtig, 64-Bit-Technologie, die sich eigentlich immer nur auf den Speicher bezog. Also weder der Prozessor war, glaube ich, eine 64-Bit-CPU oder so, aber Hauptsache, man konnte eine höhere Zahl drauf machen. 16,9 Millionen Farben. Leute, das war die Zeit, wo Nintendo einfach noch mit Hardware geprotzt hat. Und ich sag's euch, ich hab's geliebt. Ich habe es geliebt. Und jeder, der sagt, ja, Nintendo war ja schon immer casual und wenig Hardware und so. Nein, das ist einfach nicht wahr. Der Computer arbeitet auf Hochtouren. Z-Buffering. Es wurde einfach mit Z-Buffering beworben. Rambus D-RAM, 36 Mbit, Alter. Das sind so technische Daten, die kennt doch keinen Schwanz. Nintendo 64. Ich will alles erfahren. Ich muss genau wissen, um was es sich hierbei handelt. Ich auch. Informationsdisplay aktivieren. Aktiviert. Sprachmodul aktivieren. Aktiviert. Sie sehen, Nintendo 64, die 64-Bit-Powermaschine für unglaubliche 3D-Welten. Gehen Sie näher ran. Cartridge-Technologie, keine Ladezeiten, Plug-and-Play, sofort einsatzbereit. Was bedeuten die 4 Anschlüsse an... Alter, diese Konsole, ne? Ich liebe sie so sehr. Ey, und wenn ich mir vorstelle, dass hier ein CD-Laufwerk drin gewesen wäre, ey, die Konsolengeschichte hätte, glaube ich, anders ausgesehen. Stellt euch mal vor, Final Fantasy 7 auf Nintendo 64. Mit besserer Technik vor allem. An der Vorderseite. Eingebauter 4-Spieler-Adapter. Genauer. Gleichzeitiges Spielen von bis zu 4 Spielern. Der gemeinsame Weg in eine neue Dimension. Mit 15 Frames. Was ist los, Commander? Gehen Sie auf Frequenzkontrolle. Echt mal. Multifunktionaler Controller in 6 Farben. Optimale Kontrolle der dritten Dimension. Integrierter 3D-Analog-Joystick. 360-Grad-Bewegung. Stufenlos und präzise. Genial! Ja, das war's. Ein Controller-Pack? Moment, ich versuche herauszufinden, was das ist. Controller-Pack wird an der Unterseite des Controllers eingesetzt. Zusätzliches Speichermodul für Spielstände, neu entwickelte Charaktere und Highscores. Was ist denn jetzt los, Commander? Keine Ahnung. Finden Sie es raus. Ist das ein Angriff? Machen Sie schnell. Schutzschilde sind aktiviert, aber ich sehe gerade... Ja, was? Was jetzt sagen Sie schon? Rumble-Pack. Alter. Technologie. Jeder Schuss, jeder Weil Force Feedback hatte das überhaupt nichts zu tun. Force Feedback waren damals die Lenkräder, die richtig ausgeschlagen sind, wenn man gegen eine Wand gefahren ist. Die gab es nur am PC, noch übelst kompliziert und wurde nur von wenigen Spielen unterstützt. Das hier hat einfach nur vibriert. Aber es war das erste seiner Art. Ne? Guckt euch mal dieses Controller-Konstrukt da an. Wahnsinn. Zusammenstoß wird fühlbar. Realistische Vibrationen. Man sieht, was man fühlt. Na klar. Korrektur. Es muss heißen, man fühlt, was man sieht. Da gab es so einen Werbespot von Lilith Wars. Da hat mein Vater gesagt, also ich finde den Spot nicht gut. Das ist... Und da saß einer in seinem Sessel mit dem Rumble Pack. Das war gerade so die Zeit, wo das Rumble Pack aufkam. Das kam ja mit Lilith Wars. Oder Star Fox 64. Und dann ist er irgendwann so
in den Sessel zusammengesackt. Und mein Vater so, was? Ist der tot? Na, das finde ich nicht gut. Das finde ich nicht gut. Zentralcomputer, fassen Sie zusammen. Nintendo 64, die Konsole des Jahres 97. 64-Bit State of the Art. Ja. Durch kartische Technologie. Ja, ja. Und vier Spieleadapter. Rumbleback. Multifunktionaler Controller mit 3D-Anschluss. Oh, hoppala. Analog-Joystick. Controller-Pack-Speichermodul. Erweiterungsfähig durch 64DD-Laufwerk und Memory-Expansion. Fazit. Ultimativer Spielspaß. Ja, ich hab die Konsole geliebt, ey. Aber heutzutage... Oh, Framerates und so. Manda, wir brauchen noch mehr Informationen über Nintendo. Sofort. In Ordnung, ich rufe sie ab. Allgemeine Nintendo-Informationsdatei. Starte Wiedergabe. Alter, und ich sag's mal so, wie es ist. Diese farbigen Controller, ne? Die hatten so eine Faszination auf mich. Das war nur ein anders gedrucktes Gehäuse. Aber ich verstehe, warum die sich die Sachen heutzutage immer noch so gut verkaufen. Nur wenn ein anderes Gehäuse oder ein anderer Druck drauf ist. Das ist mega lange Intro, Alter. Oh ja. Jetzt geht's los, Leute. The Power of N. Eine Kraft, die unbeschreiblich ist. Ein Name, der spannende Abenteuer garantiert. The Power. Für coole Spiele. Jeder kennt sie. The Power of N. Spiele in neuen Dimensionen. Das ist 64-Bit-Technologie. The Power of N. Oh, Wave Race. Das totale Spielerlebnis. The Power of N. Die besten Ideen für neue Spiele. Hand in Hand mit den Top-Spieleentwicklern. Vor allem DMA-Design. Doch, die haben nicht GTA gemacht damals, aber jeder hat gehofft, dass GTA noch aufs N64 kommt. Also eins von den ersten beiden Teilen. Power auf N. Die beliebtesten Figuren, die aufregendsten Spiele, die coolsten Tricks. The Power auf N. Nintendo 64. Super Nintendo. Game Boy. Alter, ich habe den Pocket geliebt. Ich muss gerade so oft unterbrechen, aber ich fand den Game Boy Pocket immer geiler als den Color. Der Color sah immer so ein bisschen aus wie Kinderspielzeug, sorry. Und der Pocket, der hatte schon was Edles, fand ich. Können wir ja hier einfach mal einblenden. Aber ich fand, der hatte schon ein bisschen mehr Zukunft. Aber beide ohne beleuchtetes Display. Naja, Batterien waren teuer. Alles, was Spaß macht. The Power of N. Nintendo. Faszinierend. Captain, der Computer hat noch detailliertere Informationen. Es ist eine riesige Nintendo 64 Software Datenbank. Schauen Sie. Es oh los. Mein Gott, es war so gut. Es war so gut. Für das Nintendo 64. Ich will es nochmal sagen. Da stand es gerade nochmal. Es gibt mehrere Beweise, Leute. Es gibt mehrere Beweise. Da. Wartet. Es geht los. Da. Warte. Da. Und ich will es nur nochmal betonen. Das Nintendo 64. Und ich werde es in jedem Video, in jedem Podcast 5000 Mal wiederholen, wenn es sein muss. Let's go. Oh. Message from General Pepper. Priority one. We need your help, Star Fox.
Android has declared war. Die Texturen, Alter. Lylat Wars, Fox McCloud is back und es droht Gefahr, denn Andross hat dem Lylat-Sonnensystem den Krieg erklärt. Nur mit deiner Hilfe kann das Star-Fox-Team die Invasion aufhalten. Das Lylat-Sonnensystem besteht aus 15 abwechslungsreichen Planeten. Erforsche die aufwendig inszenierten 3D-Welten und besiege die gegnerischen Streitkräfte. Der Spielverlauf ist nicht linear, das heißt, dein Erfolg in jeder einzelnen Mission bestimmt den weiteren Spielverlauf. Insgesamt gibt es 25 verschiedene Wege zum Ziel. Naja, linear war es doch schon irgendwie. Es kam halt darauf an, wo du abgebogen bist oder welchen Gegner du abgeschossen hast. Ja, das war schon gut. Aber vom Prinzip her hattest du drei Strecken und die konnten sich manchmal überkreuzen und ja. Wer hat den Schnitt gemacht? Wer hat den Schnitt verantwortet? Die Piloten beherrschen ihr Handwerk. Muss schon sagen, präzise Flugmanöver. All range mode. Ich frage mich, was daran präzise war. Alter, so geil inszeniert, ey. Flugformationen. Bei der offenen Formation bewegen sich alle Teammitglieder vollkommen frei im dreidimensionalen Raum. Die Teammitglieder, erkennbar an den farbigen Symbolen, unterstützen dich bei deiner Mission. Ah, das Nebel 64. Ey, ich habe das damals überhaupt nicht wahrgenommen. Aber dadurch, dass der Arbeitsspeicher so langsam war, obwohl die das ja extra beworben haben und alles durch den Arbeitsspeicher ging, also der ja nicht extra abgezweigt war oder so, das war so eine Design-Fail-Entscheidung. Genauso wie bei der Switch. Bei der Switch hat sich's wiederholt. Auch der Arbeitsspeicher ist super, super langsam und damit haben wir Probleme bei TOTK. Obwohl man die nur leicht übertakten müsste, aber dann würde man ja außerhalb der Spezifikation laufen. Außerdem stehst du die ganze Zeit über mit den Teammitgliedern in Funkkontakt. Das Spiel verfügt über mehr als 600 Sprachsamples. Neben Hilferufen und Erfolgsmeldungen erhältst du auch nützliche Tipps. Entweder Informationen über Schwachstellen der Gegner oder Anhaltspunkte für Missionsziele. Oh, also wenn ihr es heute nochmal spielen wollt, spielt die 3DS-Version. Die ist nochmal fantastisch überarbeitet, viel mehr Frames, viel stabiler und nochmal richtig viel hübscher. Alter, die Framerate, ey. Aber damals hat Framerate überhaupt nicht interessiert. Weil wir sind alle vom Super Nintendo gekommen und kamen das dann bekommen. Wirklich, Framerate, scheißegal. Scheißegal. Die unter euch können auch die lailatanische Sprachausgabe wählen. Am Ende jeder Mission erwarten dich riesige Gegner. Ich wette, die lailatanische Sprachausgabe waren denn nur 100 Samples anstatt 600. Mein Gott, schauen Sie, diese Greifarme. Gigantisch. Let me handle this. Okay. Das Star Fox Team muss jetzt seine geplante Route ändern. Bei der Befreiungsaktion steigst du auf ein neues Fahrzeug um. Boah, geil. Es war so ein gutes Spiel. Alter, Framerate. Jetzt ist dein ganzer Einsatz gefordert, denn das Monster hält den A-Wing in seinen Klauen gefangen. Captain, wir haben es geschafft. Operation erfolgreich ausgeführt. Für Unterwassereinsätze steht dir ein drittes Fahrzeug zur Verfügung. Und das war so ein geiles Level, dieses U-Boot-Level, aber
Es lief so scheiße und man hat nichts gesehen. Also da waren kaum Details, aber wahrscheinlich durch die Schwimmphysik und sowas alles. Das erinnert mich immer ein bisschen an Spiele wie Aquanox, wer das noch kennt. Sah fantastisch aus, aber brauchte so dermaßen High-End-Rechner damals. Das läuft heute auf jedem, ach, keine Ahnung, Raspberry 1 oder so, aber damals... Diese Lichtreflexe sind einfach unglaublich. Mhm. Natürlich kannst du jederzeit zwischen verschiedenen Perspektiven wechseln. Wenn du natürlich, selbstverständlich. Kannst du zusätzlich zu den einzelnen Missionen verschiedene Medaillen verdienen, die zusammen mit deinen Highscores auf dem integrierten batteriegestützten Speicher gesichert werden können. Heutzutage nicht mehr verwendbar, die Module, außer du wechselst den aus, in der Hoffnung, dass der nicht ausgelaufen ist. Alter, die Optik, aber dieses Level war so scheiße. Im Vier-Spieler-Modus können bis zu 4 Spieler gegeneinander antreten. Und die waghalsigen Flugmanöver, die du im gesamten Spiel erlebst, sind hier besonders nützlich. Spannende Duelle garantiert. Alter, die Frames. Das Rumble Pack, ein neues innovatives Zubehör, macht das Spielgefühl noch viel intensiver. Erschütterungen und Treffer werden durch Vibrationen des Controllers spürbar. Ich glaube, es hat damals 39 Mark gekostet, was damals umgerechnet 20 Euro waren. Heutzutage wahrscheinlich 40 Euro. Und es lief mit Batterien. Und da habe ich Fun Fact. Ich habe ein Rumble Pack hier. Das läuft ohne Batterien. Und das Witzige daran, und das ist ein Originales von Nintendo. Und das Witzige daran ist, ich hatte damals einen von einem Dritthersteller, das lief auch ohne Batterien. Und da dachte ich immer, warum muss denn das von Nintendo jetzt mit Batterien laufen? Ja, ganz simpel. Wenn 4 Leute an der Konsole waren, gerade bei Lylat Wars, und die Konsole hätte 4 Rumble Packs versorgen müssen mit Strom, dann hat sich wohl in Tests rausgestellt, dass sie abgestürzt ist, die Konsole. Also das ist ja mal mega witzig. Das hätte ich nie gedacht. Und ihr könnt auch mal auf YouTube gucken. Die Mod ist auch relativ einfach. Da muss bloß ein Drehtchen umgelegt werden. Und dann läuft auch das Original Rumble Pack ohne Batterien. Geil. Einfach nur geil. Dabei unterscheidet das Rumble Pack zwischen leichten Remplern und gewaltigen Explosionen. Ja, ja. Übrigens, das Rumble Pack ist bei Lylat Wars gleich mit dabei. Tja, das war ein Endgegner. Und was für einer. Aber es gibt noch viel, viel. Oh, den habe ich so gehasst. Mehr. Lylat Wars wurde produziert von Shigeru Miyamoto, dem wohl berühmtesten und genialsten Spieleprogrammierer der Welt. Ich frage mich, wie viele Leute damals was damit anfangen konnten. Also für mich war das so krass. Aber die meisten werden nur gesagt haben, okay, was? Ich will einfach nur das Spiel spielen? Und Fox McCloud ist nicht die einzige Figur, die er erschaffen hat. Was ist denn das? Vitamine, Sir. Dies ist die nächste Datei aus der Nintendo 64 Software-Datenbank. Es war so geil. Wow.
Wer auch immer Timber ist, ich habe keine Ahnung. Wer auch immer Bumper ist, ich habe keine Ahnung. Konka damals schon auf harten Drogen. Wer auch immer Tip-Tup ist, ich habe keine Ahnung. Warum heißt der Hahn Drumstick? Nächste Runde KFC oder was? Pepsi habe ich gehasst. Alter, wie viel Zeit die sich genommen haben, diesen ganzen Vorspann da abzuspielen. Das ist so Wahnsinn. Es war so eine andere Zeit, ey. Der Bananenesser der Videospielgeschichte ist Donkey Kong. Sein kleiner Freund Diddy Kong tritt zum ersten Mal in seinem eigenen Spiel auf. Und hier ist er in Diddy Kong Racing. Ach, guck mal, Version 1964. Da haben die eine Beta gezeigt. Ach, das ist ja spannend. Wer hat denn da gefahren, Alter? Ein absolut neues Renn- und Actionspektakel erwartet dich. 30 verschiedene Kurse mit außergewöhnlichen Streckendesign bieten nicht zuletzt durch die neu entwickelte Real Dynamic Animation Technik der Software-Schmiede Rare ein gigantisches Fun-Erlebnis. Dieser Elefant, Alter. Das sind so viele Curse-Charaktere einfach. Besonders auf die Balance. Du wirst schon sehen, warum. Es gibt 8 verschiedene Charaktere mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Eigenschaften. Und alle auf Drogen. Alle auf harten Drogen, ey. Und vor allem, achte, ein Tipp, achte auf die Balance. Du wirst schon sehen, warum. Toller Tipp. Grundsätzliche Spielelemente. Buggy im Luftkissenboot oder aber im Flugzeug. Es geht immer voll die Post ab. Die Strecken, die dir im Rennmodus zur Verfügung stehen, musst du zuerst im neuartigen Abenteuermodus entdecken. Ich entschuldige mich für die Auflösung. Im Abenteuermodus findest du auch die verstreuten Teile des Amuletts wieder, die du brauchst, um das verzauberte Königreich zu befreien. Erfolge werden durch den integrierten batteriegestützten Speicher gesichert. Krass. Du befindest dich in einer gigantischen 3D-Welt. Vor allem, da haben die so viel Werbung für dieses Controller-Pack-Speichermodul gemacht. Und die meisten Module hatten einfach einen Batteriespeicher. Nur die wenigsten brauchten das wirklich, wie zum Beispiel Turok oder so. Und dann war da gleich das halbe Modul voll oder so. In der es 5 riesige, unterschiedliche Landschaften gibt. Diese Welten kannst du nur erreichen, wenn du eine gewisse Anzahl an Ballons gesammelt hast. Mit dem Buggy kommst du hier nicht weiter. Nein. Schon mal gesehen. Richtig. Wie ist das eigentlich? Nicht identifizierbares blaues Objekt. Sieht orientalisch aus. Probier's mit dem Luftkissenboot. Tja, klappt leider auch nicht. Hello, friend. Select your vehicle. Dale kazam. Fahrzeug wählen mit AE. Okay. War das damals auch so? In der finalen Version? Na also, geschafft! Jetzt betrittst du eine neue Welt. Wie in jeder der 5 Landschaften musst du auch hier verschiedene Aufgaben machen. Ja, die Grafik war schon schick von dem Spiel, ey. Controller Pack. Auf den Rennstrecken musst du alle Silbermünzen einsammeln. Eine weitere Herausforderung ist es, den blauen Elefanten in einem heißen Wettrennen zu schlagen.
musst du Dino-Eier sammeln. Sieger ist, wer zuerst genügend Rieseneier in Sicherheit gebracht hat. Und die KI war so scheiße. Die KI hat dir das immer weggenommen. Oh, hab ich geflucht bei dem Spiel. Und natürlich dürfen auch Endgegner nicht fehlen. Keine Musik übrigens. Das hat den Hintergrund, weil der Vierspieler-Modus die Konsole schon komplett ausgereizt hat. Deswegen haben sie Musik einfach weggelassen. Jetzt hast du die Wahl. Im Vierspieler-Modus kannst du sogar mit verschiedenen Fahrzeugen starten. Und was zeigen sie in den Dreispieler-Modus? Commander, fragen Sie doch mal den Computer, ob dieses Spiel mit dem Rumble Pack funktioniert. Dieses Spiel ist Rumble Pack tauglich. Nicht nur sehen, sondern auch fühlen. Oh, da muss man sich ja festhalten. Oh, ist das cringe, Alter. Ist das cringe. Ich hoffe, Sie haben gutes Geld dafür gekriegt, die Schauspieler. Wusstet ihr eigentlich, dass es davon noch eine Nintendo DS-Umsetzung gab? Das habe ich auch nicht gewusst. Und es hat ein paar Nachteile, aber auch ein paar Vorteile. Ich hätte bloß gedacht, dass es vielleicht für ein 3DS bringen oder so, aber nein, tatsächlich nicht für ein Nintendo DS. Achtung, habe Zugriff auf Datei mit dem bekanntesten Nintendo-Helden. Daten abrufen. Und dem besten Spiel auf der Konsole. Neben Zelda Ocarina of Time natürlich. Ah, die PAL-Version, Alter. Oh, so langsam, ey. Oh, ist sie langsam. Ah. Die entführte Prinzessin Tolstoi. Ja, wer denn sonst? Die arme Frau, ey. Gaststar Yoshi. Also jetzt übertreibt man nicht, Leute. Gaststar Yoshi. Stand da oben auf dem Dach und hat sich einen abgeschimmelt, ey, weil er aus der Beta rausgeflogen ist. Oh, ist das schlecht geschnitten. Oh, da war das erste Promo-Tape besser geschnitten. Also hier saß definitiv ein anderes Team dran. Mario ist auf dem Weg zur Prinzessin. Sie hat ihn zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Doch bevor Mario zu diesem vielversprechenden Date erscheint, zeigt er dir erstmal, was er in seinem ersten 3D-Abenteuer so alles drauf hat. Dank des 3D-Analog-Joysticks kann er sich stufenlos in jede Richtung bewegen und die vielfältigsten Sprünge und Aktionen ausführen. Seiner Bewegungsfreiheit sind wirklich keine Grenzen gesetzt. Und den totalen Überblick hat er auch, denn mit den C-Knöpfen kannst du die Kameraperspektive beliebig einstellen. Alter, ihr müsst euch mal vorstellen, also nicht wegen dem hier, aber wegen dem ersten VHS-Tape, das kam ja 6 Monate vor Release. Und in diese Welt, und ich war so neidisch auf die Leute, weil ich immer oben auf den Sternestand achte, oder damals auch geachtet habe, da stand gerade noch 120, also komplett finished, und jetzt steht da 0. Und ich war so neidisch auf die Leute, die das schon spielen durften. Oh, ich war so neidisch. Mario betritt das Schloss. Doch was ist das? Die schöne Prinzessin ist verschwunden. Das Date ist geplatzt. Ach, Wunder, nee. Die Prinzessin wurde von Bowser entführt. Dieser Halunke hat auch noch alle Powersterne geklaut und in den einzelnen Welten versteckt. Ja,
Und dieses Schloss ist überhaupt nicht wohnungstauglich. Es gibt keine Möbel. Es gibt nur Plattformen mit Bäder. Es gibt nichts. Gar nichts. Und Mario muss sie finden. Seine Suche führt ihn zu den abenteuerlichsten Orten. Zu einem Vulkan. In ein Geisterhaus. Alter, Leute, gebt euch Mühe, ey. Wie lang die Szenen einfach noch sind, krass. Ins ewige Eis. Ja, einfach traumhaft, dieses Spiel. Du Rüpel, ich bekomme ja blaue Flecken. Lass mich sofort los. Bowser hat mir diesen Stern geschenkt. Was ist das für Text? Ja, ziemlich böse. Und in die versunkene Stadt. Ey, das ist so random. Das hat so überhaupt nichts mit Mario zu tun. Ich meine, viele von den Texturen, also die Welt ja hier sowieso, die hatte ja dieses coole Feature, dass der Wasserstand auf- und absinken konnte. Aber was soll das denn? Also, ist das eine Miniaturstadt und das ist Riesen-Mario? Oder ich habe das damals schon nicht verstanden. Ich liebe das Spiel. Ich will es nur dazu sagen. Oh, guck mal, da ruckelt das Bild nicht. Ganz wichtige Szene, da ruckelt das Bild nicht, weil die einfach die PAL-Version noch mal ein bisschen optimiert haben, auch wenn sie langsamer lief. Auch in luftige Höhen. Und alles natürlich in 3D. Oh. Kein Wunder, dass Super Mario 64 jetzt zum Konsolenspiel des Jahres gewählt wurde. Zu Recht. Zu Recht. Da läuft Mario zu echten Höchstleistungen auf. Guck mal, da zeigen sie gleich mal den... Lol, als wenn sie das einfach zeigen, wie man aufs Dach kommt, so einfach. Geil. Es könnte sein, dass du dabei neue Entdeckungen machst, die dir bis jetzt verborgen geblieben sind. Das Super Mario 64 Team. Yoshi ist einfach so eine arme Gestalt in dem Spiel. Bist du bereit für das große Finale? Kann mir einer erklären, warum Bowser diese Dinger da überhaupt um den Ring platziert hat? Die haben keine Funktion, außer ihm zu schaden. Mario wird die da sicherlich nicht hingepackt haben. Endlich haben sich die zwei gefunden. Here we go! Thank you, wer macht denn die Schnitte? Oh, Charles Martinet. Ne. Playing my game. Doch bis zum Happy End war es ein harter Weg.
Das war ja Absicht. Außerdem hat er doch schon die 120 Sterne. Das ist alles so gestellt. Oh, schön. Keine Zeit. Los, programmieren Sie die nächste Datei, Commander. Zu Befehl, Sir! Ich hätte ja schon gern Kaffee. Datei 5. Für mich noch immer eins der besten Mario Karts. Du Mario Kart. Mario Kart 64 ist wie geschaffen für die Vierspieler-Konsole Nintendo 64. Im heißesten Rennen der Welt heißt es Fun, Fun, Fun. Besonders im Battle-Modus geht's richtig zur Sache. Acht verschiedene Charaktere mit individuellen Fähigkeiten treten in diesem irrwitzigen Go-Kart-Rennen gegeneinander an. Irrwitzig. Alter, die PAL-Version, ey. In deren Grand Prix-Modus werden Punkte für die Zeit vergeben. Wahnsinn. Aber gespielt bis zum Umfallen, ey. Wirklich. Wirklich gespielt bis zum Umfallen. Du, wenn du die höchste Punktzahl erreicht hast und mit dem batteriegestützten Speicher kannst du die Spielstände sichern. Also rein in den Kart und ab geht's. Aufregend, so geile Strecken dabei gewesen bei dem Spiel. Völlig unterschiedliche Rennstrecken. Ohne Scheiß, da stand gerade Luigi's und Leute, ich schwöre darauf. Ich weiß nicht, ob es da mal eine andere Version gab. Warte, ich zeig's euch nochmal hier. Da, Luigi's. Ich schwöre darauf, ich habe da mal eine Zigarettenwerbung gesehen. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Also gute Strecken dabei, ey. Immer wieder neue Abkürzungen zu finden, was dem Rennverlauf eine überraschende Wende geben kann. Jo, und vor allem, das ist ein Bug. Die zeigen hier einfach einen Bug. Oder den hier. Einfach so eiskalt. So, das sind ja keine offiziellen Abkürzungen oder so. Hm. Krass. Stark. Rufen Sie gleich die nächste Datei auf. Jawohl, Sir. Oh. Oh. Ich möchte wieder ein neues Wave Race haben. Action im Paradies, die Sonne, das Meer und mega rasantes Jetski Racing. Oh ja. Das hast du dir verdient. Wave Race. Die Meisterschaft der weltbesten Jetski-Fahrer findet auf den anspruchsvollsten Wasserrennstrecken unseres Planeten statt. Ich sag's euch, die Physik damals war unerreicht. Kam keine PlayStation 1 ran damals, keine andere Konsole. Es war unerreicht. Da musste wirklich erst die PlayStation 2 kommen, um sowas überhaupt abzubilden in der Konkurrenz. Oder die Dreamcast halt, ne? Aber, oh, Mann, ey, dieses Spiel, ey. Die Echtzeitsimulation des Wassers sieht absolut realistisch aus. Naja. Ständig müssen sich die Fahrer auf wechselnde Wellen und Witterungsbedingungen einstellen. Boah, so gut, ey.
Und auch der beste Fahrer. Super empfindlich, aber da, mit dem konnte man Moves machen. So geil. Zunächst wählst du deinen Jetski aus und stimmst ihn auf dein persönliches Fahrverhalten ab. Controller-Pack? Hat das Spiel wirklich Controller-Pack-Unterstützung oder blenden die das jetzt einfach nur ein? Ich habe nie ein Controller-Pack genutzt. Meisterschaft gibt es das Zeitfahren, den spektakulären Stunt-Modus und den Zwei-Spieler-Modus. Okay, vielleicht um Spielstände mitzunehmen. Das kann sein. Das kann sein. Vor allem Zwei-Spieler-Modus. Ohne Scheiß, ich habe als Kind niemals den Grafikunterschied gesehen. Aber wenn man genau hinguckt, haben die Bobbles da keine Zylinder mehr dran. Das Wasser war nicht mehr durchsichtig, aber ich habe das nicht gereilt. Und ich habe so, wirklich so geguckt, krass, wie kriegen das hin? Naja. Den Ritt auf dem Delfin dürfen nur die besten Fahrer genießen. Hey, so einen Urlaub könnte ich auch mal gebrauchen. Wieso? Ihren letzten hatten Sie doch erst vor 5 Jahren. Gehen Sie lieber auf Automatik. Das exklusive Spielvergnügen. Jetzt erstmals in 3D. Bomberman 64. Der Bomberman-Planet ist in höchster Gefahr. Außerirdische wollen die Macht übernehmen und nur... Ich habe das damals bekommen, wo ich von meiner Mutter bei meiner Oma abgesetzt wurde. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Die war nicht in Berlin, irgendwo anders. Und da habe ich sie so lange angefleht, dass sie mir dieses Bomberman kauft. Und da fand ich so scheiße. Ich dachte, es wäre ein klassisches Bomberman, Leute. Oh Mann, ey. Nur du kannst es verhindern. Dafür stehen dir unzählige Extras und tonnenweise bekannte und neue Bombenmanöver zur Verfügung. Entscheidend. Denn um das schwarze Schloss der Außerirdischen zu erreichen, musst du wirklich alle Rätsel knacken. Daran erinnere ich mich sogar noch. Gefeiert habe ich es trotzdem nie. In den 5 riesigen 3D-Welten kannst du die Perspektiven frei wählen. Und das Spiel hatte nur 5 Welten? Boah. Ich habe es aber auch nie durchgespielt, ne? Verfügst über totale Bewegungsfreiheit. Totale Bewegungsfreiheit von wegen. Erfolge werden automatisch auf dem batteriegestützten Speicher gesichert. Freu dich bloß nicht zu früh. Nicht alle Gegner sind so klein wie dieser hier. Aber auch nicht so scheiße. Oh, der war auch kacke. Oh, ich hab's so gehasst. Aber... Boah, die Framerate schon wieder. Der 4-Spieler-Modus
Modus besticht durch seine isometrische 3D-Perspektive. Das übertrifft alle Bomberman-Vorgänger bei weitem. Ja. Dafür haben sie aber auch diese engen Wege mit den Treppen genommen und so. Das war alles nicht so geil. Die klassischen Bombermans sind immer noch die besten. Wow, jetzt brauche ich einen Kaffee. Komm sofort, Sir. Das Spiel wollte ich immer haben. Dann habe ich es irgendwann gehabt. Und dann habe ich rausgefunden, dass man ja nicht nur alles kaputt machen muss, sondern auch noch Rätsel lösen muss. Dann war ich wieder raus. Aber ist geil. Ich habe es erst vor zwei Jahren oder so im Stream gespielt, in der Rare Collection. Nur du kannst die Katastrophe verhindern. Ganz schön düster für ein Nintendo-Spiel. Also, Rare natürlich, aber trotzdem. Die Situation? Transporter außer Kontrolle. Deine Aufgabe, Weg freilegen. Der rote Nukleartransporter ist leckgeschlagen. Er befindet sich auf direktem Weg zum gesicherten Sprenggebiet. Zusammen mit dem Blast-Core-Team musst du den Weg freiräumen und alle Bewohner evakuieren. Eine echte Herausforderung für die Besten. Das ist der beschissenste Transporter. Entschuldigung, wenn ich die ganze Zeit mecker. Aber der lässt sich so kacke steuern, ey, Leute. Probiert es einfach mal selbst. Könnt ihr jetzt bei Nintendo Switch Online. Also, das ist. Also, ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Ey, guck mal, das geht ja richtig ab. Ich meine, das ist eine wirklich schwierige Aufgabe, Sir. Sie haben recht. Das ist nichts für schwache Nerven. Dem Elite-Team stehen ganz spezielle Abrissfahrzeuge und Transportmittel zur Verfügung. Alle Fahrzeuge haben eine individuelle Steuerung und verfügen über unterschiedliche Techniken, den Weg freizulegen. Jawohl, Alter. Einfach mit den Menschen dazwischen. Hauptsache alles explodiert und geht kaputt. Aber die Mucke ist geil. Oh, die Glanzeffekte, Leute. Außerdem gibt es ganz spezielle Fahrzeuge für die Bonusrunden. Diese TNT-Kisten sind übrigens wie ein Stück Seife. Die rutschen dir immer weg. Da kannst du so vorsichtig sein, wie du willst. Das ist richtig krass. Lösen willst, musst du in den entlegensten Winkeln der ganzen Welt 6 Atomwissenschaftler suchen. Um sie zu finden, musst du die Fahrzeuge in den Bunkern wieder wechseln und sogar in unterirdische Züge einsteigen. Na, das ist doch der von Team Hospital. Durch die intelligente Kameraführung wird jede Aktion spannend in Szene gesetzt. Naja. Kannst du selbst beliebig die Perspektive verändern. Das war so ein Argument damals, dass du die Kamera so frei drehen konntest, weil selbst viele PlayStation-Spiele einfach so eine feste Kamera hinter dem Charakter hatten oder so eine isometrische Kamera. Das war damals schon krass. Und das war eigentlich nur möglich, weil das Nintendo 64 halt so schnell nachgeladen hat. Dadurch konntest du auch alles drumherum betrachten. Das haben spätere PlayStation-Spiele dann auch gemacht, aber du musstest halt ja immer die Daten von der CD in den 1 Megabyte großen Arbeitsspeicher von der PlayStation laden und hier konntest du es halt direkt vom Modul auslesen, großteils. Ne? Immer so dieses obligatorische Controller-Pack. Entscheidend
für den Erfolg deiner Mission ist nicht nur die Power deiner Fahrzeuge, sondern auch die ausgeklügelte Taktik. Die erste Maschine, die dir zur Verfügung steht, ist nicht immer die optimale. Oft führt nur die Kombination der Abbruchboliden und anderer Hilfsmittel zum Ziel. Konfetti! So ist richtig, Alter. So ist richtig. Boah, die Mission, da habe ich ewig dran gesessen, ey. Eieiei. Und eigentlich ist die Mission, glaube ich, jetzt schon verloren, wegen der einen TNT-Kiste, die da verschütt gegangen ist. Aber gut. Das Blastcore-Team erhält für gelöste Aufgaben Bronze, Silber oder Goldmedaille. Ich habe es immer eiskalt Blastcorps genannt. Keine Ahnung, obwohl sie es hier 5000 Mal im Video richtig sagen. Die eingebaute Batterie speichert automatisch diese Auszeichnungen ab. Echte Abbruchprofis streben allerdings nach dem höchsten Rang, nach Platin. Oh Gott. Oh nein, ist das diese Mission mit den Häusern? Ich habe, glaube ich, im Stream 4 Stunden dran gesessen. Nee, ist sie nicht. Aber es gibt eine Mission in dem Spiel, das ist die schlimmste Mission von allen. Da hast du so eine riesen Häuserreihe und du musst das alles mit diesem Ding da machen. Es ist... Ach nee. Und der macht hier schon das richtig gut, ey. Stabil. Richtig stabil. Die Finessen und das außergewöhnliche 3D-Level-Design ergeben die explosivste und innovativste Actionmischung dieses Jahres. Das war richtig stabil. Übrigens, dieses Front durch das Haus fahren geht nur, wenn du gerade von der Rampe kommst oder so. Sonst bleibst du eiskalt stehen einfach mit dem Ding. Das sind brisante Informationen. Captain, der Computer sucht jetzt erneut. Suche beendet. Ergebnis positiv. Oh, da würde ich mich freuen, wenn Aspyr dieses Mal mit ein bisschen mehr Mühe da nochmal ein schönes Remaster rausbringt oder so. Ist das... Alter, die Soundqualität. Of the Empire. Ich weiß nicht, ob wir davon einen Screenshot von der PC-Verpackung finden, aber bei dieser Szene war ein riesen Screenshot hinten auf der PC-Verpackung und da stand drauf echte Spielgrafik. Und das war damals so. Was? Das actionreiche Nintendo 64-Spiel, angelehnt an die berühmte Star Wars-Trilogie. Du schlüpfst in die Rolle von Dash Render und bestehst neben Luke Skywalker die gefährlichsten Abenteuer. Zum Beispiel mit dem Snowspeeder auf dem Eisplaneten Hoth. Dort unterstützt du die Rebellen gegen die Truppen des Imperiums. Und für die Optik hat man damals einen PC gebraucht, der locker 2000, 3000 Mark gekostet hat. Wenn nicht sogar mehr. Die AT-ATs sind gut gepanzert und sehr schwer zu besiegen. Nur mit einer genialen Taktik kannst du es schaffen. Doch es gibt unzählige andere Missionen auf den verschiedensten Planeten. Möge die Macht mit dir sein. Ausbildungsmaterial für die Akademie. Wenn Sie meinen, Sir. 4 Files folgen. Die Geschichte der Luftfahrt. Die Mucke war geil. 1997 wird sie neu geschrieben. Du, ja, Icarus. Pilot Wings, ey. Drachenflieger.
Habst du den Eindruck, in der zweiten Hälfte vom Video haben sie professionellere Cutter rangesetzt, seitdem Mario 64 durch ist? Du fliegst mit Motorkraft oder sogar mit Raketenantrieb. Oh, die Mission muss ich ja bei Nintendo Switch Online noch spielen. Ich spiele es gerade auf der Nintendo Switch durch. Aber die Höhle kenne ich noch nicht. Manchmal auch nur in eine Richtung. Mit dem Paraglider. Und auf abenteuerlichste Art und Weise. Das kann nicht gesund sein. Oder auch mal richtig abgefahren. Geschichte der Luftfahrt neu mit Pilot Wings 64. Vielfältige Missionen, unzählige Fluglizenzen und die präzise Steuerung machen Pilot Wings 64 zu einem grenzenlosen Flugspaß. Das hatte ich auch, das Spiel. An- und Verkauf. Und ihr werdet gleich einen Sound sehr oft hören. Ja, 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 oder so ähnlich. Och, Alter. Mischief Makers spielt auf dem Planeten Clancer. Professor Theo, der Erfinder des Robotermädchens Marina, wurde entführt. Er erfindet das Robotermädchen und will sich an ihr vergehen. Japaner. Und Marina setzt nun alles dran, ihm aus der Patsche zu helfen. Zusammen mit Marina triffst du auf die Bewohner des Planeten, auf die Guten, aber auch auf die Bösen. Um ans Ziel zu gelangen, musst du die unterschiedlichsten Aufgaben in über 50 Level lösen. Stehen Marina die verrücktesten Aktionsmöglichkeiten zur Verfügung, wie zum Beispiel Düsenantrieb, verschiedene Waffen, Sprungfedern, zeitgezündete Bomben, diverse Fortbewegungsmittel und vieles mehr. Jeder Level und die Spielzeit werden automatisch auf dem batteriegestützten Speicher gesichert. Okay, hört man nicht so oft wegen der Musik. Bevor der Professor befreit werden kann, muss sich Marina noch einigen Gegnern stellen. Alter, dieser Effekt, dieser Verschwimmeffekt. Damals hochmodern, ging mir damals aber schon. Also, ich weiß nicht, das wirkte für mich irgendwie komisch. Extreme G habe ich nie verstanden. Das war so schnell, das Spiel, dass ich irgendwann nur noch gegen die Wand gefahren bin und dann einfach durchfahren konnte. Extreme G, das Motorradrennen des 21. Jahrhunderts, ist da. Die 12 abgefahrensten Strecken der Galaxie warten auf dich. Futuristisch designten Bikes spürst du jeden Stoß, jeden Treffer. Das Rumble Pack macht's möglich. Wahnsinn. Und das war leider viel zu schnell für die Framerate, das Spiel. Spacige Techno Beats, rasende Action für 1 bis 4 Spieler. Und falls dich jemand überholt, kannst du ja eins der unzähligen Waffensysteme aktivieren. Gehört er einfach zum Future Racer dazu? Oh mein Gott. Es, also Turok, es ist fantastisch.
Und ich habe auch nochmal das Night Dive Remaster durchgespielt, wo man nochmal ein bisschen bessere Steuerung hat für die Sprünge und sowas alles. Es spielt sich immer noch so gut. Es war einfach so geil. Fun Fact: Wenn ihr, wir können ja mal gucken, ob wir hier die Verpackung einblenden können. Wenn ihr die Originalverpackung von Turok habt, dann ist da bereits Joshua Fireseed drauf, der Protagonist von Turok 2. Der hat aber mit dem hier überhaupt nichts zu tun. Das haben die erst später korrigiert auf den Verpackungen, weil die Entwickler haben Comics gelesen und da war Joshua Fireseed ja schon in dem Teil hier Teil von dem Ganzen. Den gab es aber erst in der Videospielhistorie beim zweiten Teil. Sehr witzig. Wirklich sehr witzig. Wollten die jetzt so darstellen, dass Turok die Pfeile auf ihn schießt? Oh, jetzt so wenigstens die Musik. Also klar, logisch, damals hatte man noch nicht so viel Rechenleistung und so, aber der Schnitt, ey. Bubbel. Du bist Turok und nur du kannst die Welt retten. Das Schicksal in der guten geschnittenen Fassung, Leute. Unserer Zukunft liegt in deinen Händen. Durch die Motion Capture Technik sind die Gegner unglaublich realistisch animiert. Oh ja. Die Welten sind riesig und du musst sie sehr genau erkunden. Blick auf die Karte erleichtert dir die Orientierung. Nein, hat sie nie. Ich habe sie immer dauerhaft angehabt, weil ich bin sonst nicht klargekommen. Um das Abenteuer zu bestehen, hast du ein umfangreiches Waffenarsenal zur Verfügung. Oh, so gut. Die Spielstände werden mit dem Controller-Pack abgespeichert. Übrigens war die PAL-Version von Turok 1 ein Riesenerfolg in den USA, weil die so auf ihre Cyborgs stehen. Erstmal den Endgegner gespoilert. Easy. Campania. Mit letztlichen Bilanz. Bisher 12 Software-Dateien, davon 5 für 4 Spieler gleichzeitig. Geh jetzt in Spezialdatei. Sport. Die populärsten Sportarten jetzt auf Nintendo 64. Vielfältig und realistisch wie nie zuvor. Realistisch. Fotorealistisch. Das waren Worte damals auf einer 94 MHz-Konsole. Zimmer zum Fußballstadion mit International Superstar Soccer 64. Präzise Flankenbälle, schnelle Doppelpässe, gekonnte Dribblings und packende Torraumszenen. Und du bist mittendrin. 36 Nationalmannschaften treten in den großen Stadien der Welt gegeneinander an. Unterschiedliche Witterungsbedingungen, Flutlicht, raffinierte Spieltaktiken und deine persönliche Mannschaftsaufstellung. Alle Optionen sind individuell einstellbar. Über das Controller. Da war Griechenland noch ein Ding. Kannst du sogar neue Spieler kreieren und abspeichern. Also bei Sportspielen kann ich nur sagen, die WCW und die späteren WWF-Spiele. No Mercy. Herrlich. Und wenn es auch nach der Verlängerung unentschieden steht, kommt es zum Elfmeterschießen. Bis zu 4 Spieler können in allen möglichen Kombinationen mit oder gegeneinander antreten. Sogar 4 Spieler gemeinsam in einer Mannschaft. Und das wollte ich immer haben.
Dann habe ich es irgendwann mal nochmal gekauft. Aber schon lange nach der eigentlichen Nintendo 64-Zeit. Und da war ich so kacke. Aber das Demo-Ding hier war ich so beeindruckend. And this game is underway. From 15. Der perfekteste Basketball der Welt wird in Amerika in der NBA gespielt. Dennis Rodman, Scottie Pippen oder Detlef Schrempf. Bei NBA Hangtime kannst du einer der ganz Großen sein. Gespielt wird 2-on-2, das heißt jeweils zwei Spieler in einer Mannschaft treten gegeneinander an. Durch drei Körbe in Folge erhält der Spieler einen Special Move, den brennenden Ball. Alle NBA-Teams mit Originalspielern sind vertreten, aber zusätzlich kannst du eigene Spieler kreieren und per Controller-Pack abspeichern. Ja, und das sah so cool aus, aber irgendwie... Besonders viel Spaß machen die spektakulären Dunks. Und immer dieselben... Oh. Im Vier-Spieler-Modus übernimmt jeder Spieler einen Sportler. Was ein Durcheinander. Was ein Durcheinander. Ich kann mir richtig vorstellen, es ist richtig nervig gewesen auf Dauer. Und da, damals, Alter, Wayne Gretzkys 3D-Hockey war die Grafikreferenz pur, Leute. Ich sag's euch, wie es ist. Wayne Gretzky, der berühmteste Eishockeyspieler der Welt, steht Pate für diese actionreiche Eishockey-Simulation. In Wayne Gretzkys 3D-Hockey tritt die gesamte amerikanische Eishockey-Elite, insgesamt 26 Teams, gegeneinander an. Die Anzahl der Spieler auf dem Eis sowie die Spielfeldgröße Passwortfunktion einstellbar. Falls du kein Controller-Pack hast. Die Mighty Ducks Anaheim gegen die Red Wings Detroit. Und nach dem ersten Drittel steht es 3-0. Durch ein wunderschön herausgespieltes Tor gelingt den Red Wings der Anschlusstreffer. Oh ja. Dank der geschickteren Taktik haben die Red Wings die Nase vorn und holen auf. Ein schneller Pass, der knallharte Powershot und es steht 4-3. Realismus pur. Durch ein Eigentor kurz vor Schluss gelingt den Red Wings der Ausgleich. Ein fantastisches Match. Jetzt entscheidet im Sudden Death der nächste Torerfolg. Here's the draw. Oh, he took a shot. It's a flag. Individuell einstellbare Kameraposition, Zeitlupe und... Ich sehe nur eine Kamera. ...und Controller-Pack Speicherfunktion. Bodycheck, Schlagschuss, Powerplay, Crosscheck, Wayne Gretzkys 3D-Hockey ist eiskalte Action für 1-4 Spieler. Am Ende gewinnen die Mighty Ducks Anaheim, verdient mit 5-4. Und was war in den anderen Eisstadien los? Das Feature haben sie halt irgendwann rausgestrichen aus der Wayne Gretzky-Reihe. Alter, EA einfach, ne? Nach die Acclaim. Oh, hab nichts gesagt. Oder Düsseldorf Rheinfire ist die amerikanischste aller Sportarten auch in Deutschland bekannt geworden. Und mit NFL Quarterback 98 kommt der Kampf um Yards und Punkte jetzt auf deinen Bildschirm. Bei diesem Spiel ist die Taktik entscheidend. Nachdem du den nächsten Spielzug bestimmt hast, kommt es darauf an, möglichst geschickt einen Pass zu werfen oder einen Run zu starten. Dies wird die... Ich will einen kleinen Hinweis auf das Publikum werfen. Kennt ihr diese Geister? Dieses... Die sehen alle irgendwie so aus. Gegnerische Mannschaft natürlich durch ihre taktischen Gegenzüge zu verhindern versuchen. In den größten Stadien Amerikas werden die Spiele ausgetragen und du bist live dabei. Einfach wie Wirbelsturm vorbeigezogen. Mit
das Größte für einen Footballspieler ist es, den vollendeten Pass bis in die gegnerische Endzone zum Touchdown zu tragen. Durch die High-Resolution-Grafik und die Motion-Capture-Technik werden die Spieler lebensecht dargestellt. Lebensecht. Der Computer hat neue Daten gefunden. Dann bringen Sie es schon auf den Monitor. Zu Befehl, Sir. Future? F1 Pole Position. Ich hatte F1 World Race. Ich habe mir das vor kurzem, ich fand das so fantastisch damals, dann habe ich es mir irgendwann vor kurzem nochmal angeguckt und dachte so, oh, Kindheitserinnerung zerstört. Das wollte ich noch nachholen, aber es lief immer auf keinem Emulator, schon vor Ewigkeiten probiert. Müsste ich heute noch mal reinschmeißen. Ja, Rennspiele auf der Konsole. Spätestens seitdem Gran Turismo 1 auf der PlayStation 1 rausgekommen ist, war alles andere irgendwie nichtig, hatte ich den Eindruck. Also, wenn das mal nicht Nebel 64 entspricht, dann weiß ich auch nicht. Das Forsaken war auch richtig krass. Lief damals nur auf absoluten High-End 3DFX-PCs. Und hier läuft es einfach auf einer Nintendo 64-Konsole. Und da oben steht auch noch der Frame-Counter anscheinend. Okay. F-Zero 64. Geiles Spiel, ey. Fantastisch. Hab mich so hypen lassen auf Yoshi's Island 64. Und dann war es leider gar nicht mal so gut. Obwohl die Optik echt noch hübsch ist, ne? Zelda 64, die Alpha, ganz wichtig zu erwähnen. Das hatte noch nicht sehr viel mit Ocarina of Time zu tun, außer vielleicht die Spielermodelle oder so oder ein paar Reste, die man dann noch verwendet hat. Das hat man ja erst vor kurzem wieder hergestellt auf der Space World. Also, ja. Das
ist einfach nur eine Textur. Aber der Sonnenuntergang, revolutionär. Wirklich beeindruckend, was da in nächster Zeit auf uns zukommt. Das kann man wohl sagen. Okay, Nintendo 64 hat eine unglaubliche Power. 64 Bits in dem 64 Bitzer. Ja, aber was mache ich unterwegs? Unglaubliche Power, Leute. Ich sag's immer wieder, Nintendos Zeit, wo sie mit Hardware geprotzt haben, schade auch irgendwie, dass es vorbei ist. Los, fragen Sie schon Ihren Computer. Ja, Sir. Öffne Sonderdatei. Action und Fun für immer und überall mit dem Game Boy Pocket Color. Kleiner, leichter, schärfer und in 7 poppigen Farben. Hier sind sie, die neuen Popstars. Blue Sky. Geil. Sunflower. Black Beauty. Ice Cube. Grasshopper, Strawberry und Silver. Das war meiner. Silvermoon. Silvermoon. Okay, ich habe genug gesehen. Mein Entschluss steht fest. Checken Sie die Koordinaten und geben Sie den Kurs ein. Wo soll's denn hingehen, Sir? Zum nächsten Nintendo-Händler. Ja, das war's. Wahrscheinlich oh, hoppala, 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 hoppala. Hallo, Herr Range. Mischen Sie sich jetzt mal nicht hier ein. Leute, das war's mit der Live-Reaction. Sie war heute ein bisschen länger, aber ich musste das unbedingt mal durchexerzieren. Ich habe viel gemeckert, aber es ist immer noch meine Lieblingskonsole. Ich liebe dieses Teil und ja, vielen lieben Dank nochmal an Bobrox aus dem Chat, der mir das hier ausgedruckt hat. Werde ich in Ehren halten. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und ja, schreibt mal eure Erfahrungen da rein. Und ich würde sagen, ich muss schon seit einer halben Stunde mindestens auf Klo. Danke an Killer Tamagotchi, der das vor 10 Jahren hochgeladen hat. Danke an euch, für die, die ihr eingeschaltet haben. Bis zum nächsten Mal und tschüss.